Hallo liebe Vorbildungsfreunde, wir begrüßen euch zum Spiel der Hamburg Seniors gegen die Hamburg Progressive SV. Die Gruppe der Aufstellung ist als letzte. Wir spielen im Tor mit der Nummer 1 Tobias Löw und Katharina Werner, die Nummer 32. Des Weiteren Migo Jeschuk, Sven Edlitz, Nikolas Kevins, Moritz Hof, Finn Grüschel, Viktor Rausch, Heinz Pfade, Dennis Wellnitz, Stefan Gebauer, Fabian Krüger, Linus Günther, Nils Kichternath, Julian Stolz, Jan Fell, Jonathan Zorn, René Wegener, der Trainer der Crocodiles ist Dennis Wellnitz. Die Aufstellung der Hamburg Seniors. Im Tor Lars Wolfram und Jörg Körber. Des Weiteren Samuel. So. Der für den Livestream verantwortliche Sanitäter sagt, wir können starten. Wir können es auch einfach leise machen. Ja, wir nicht, aber die vielleicht. Aber das ist halt, manche können es nicht. Ja, funktioniert halt nicht. So, kleine Diskussion noch mit unserem Sanitäter hier. Also, ganz kurz vorgestellt, ganz kurz Hallo gesagt. Ja, wie gesagt, wir sind in Stellingen. Es ist arschkalt. Der Heizlüfter, den wir mit haben, der einzige Heizlüfter, den wir mit haben, der sorgt dafür, dass das Mischpult und der Laptop nicht einfriert. Das ist tendenziell wichtiger, bevor wir hier einfrieren. Ich glaube, wir tauschen den nachher zur Drittelpause mal aus. So, wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben einen Sanitäter, der macht nebenbei noch Scoreboard. Also wenn zwischendurch mal die Uhr nicht ganz so funktioniert, seht uns das bitte nach. Und vor allen Dingen, ich sage euch das einmal am Anfang, die Uhr läuft vorwärts, weil dieses tolle Tool ist entwickelt worden für die Sportart Floorball. Die hat schon eine ganze Menge mit Eishockey gemeinsam, nämlich 3x20 Minuten gestoppte Zeit. Das ist natürlich schon mal ganz gut. Das heißt, wir können dieses Scoreboard auch für Eishockey verwenden. Problematisch wird es aber dann, wenn im Floorball läuft die Zeit halt vorwärts und im Eishockey rückwärts. Deshalb läuft sie halt heute vorwärts. Aber wir hoffen, dass wir das... Ich werde auch oft genug die Zeit ansagen. So, wichtig ist, dass der Spielstand stimmt. Das kriegen wir mit Sicherheit hin, den nebenbei ein bisschen zu ändern. Das ist scheiße, Latte. So, ja, das soweit dazu. Kommen wir ganz kurz mal zu den Mannschaftsaufstellungen, während die beiden Mannschaften noch in den Kabinen verweilen. Also, die Crocodiles Hamburg starten heute im Tor mit der Nummer 1, Tobias Löpp. Und sein Backup, seine Backupin, ne, wollen wir mal hier korrekt gendern, wie man so schön sagt, natürlich Lilly Werner mit der 32. In der Verteidigung die Schlange Sven Detlefs mit der Nummer 14, Finn Grötschel mit der 17, Veit Badde. Die 71, Linus Günther, die 89, Nils Stichternath mit der 92, Jan Felm und die 97, René Wegner. Im Sturm bei den Crocodiles die Nummer 3, Michael Bog, die Nummer 8, Nikolas Tedens mit der 9, Moritz Froh mit der 15, der Kapitän Viktor Rausch, die 20, die Legende Dennis Wellnitz. Die 21, mehr oder weniger natürlich auch eine Legende auf dem Farmsener Eis, die 21, Stefan Gebauer. Die 28, Fabian Krüger, der kennt dieses Eis natürlich als ehemaliger HSVer allseits bestens. Die 91, Julian Stolz und die 94, Jonathan Zorn. Headcoach bei den Crocodiles ist Dennis Wellnitz, Mannschaftsleiter ist natürlich Klaus Gebauer. Die Hamburg Seniors starten im Tor mit der Nummer 30, Lars Wolfram, und die 32, sein Backup, Jörn Habe. Mit der Nummer 2 in der Verteidigung, Jens Wolfram mit der 10, Kim Jeskasch mit der 70, Bent Meyer die 45, Daniel Sevo mit der 64, Klaas Steffen die 66, Niklas Bente die 86, René Reuter.
Mit der Nummer 9 Samuel Vogel, die 17 Marlon Tschernohus, die 33 Dominik Samrei, mit der 55 der Kapitän Patrick Volkert, die 71 Sascha Fitzner, die 88 Julian Hein, die 96 Peter Obona und die 97 Anton Naujux. Head Coach bei den Sailors ist natürlich Darius Kania und Mannschaftsleiter ist Marco Engel. Dann stellen wir schon einmal vor die Unparteiischen. Fürs heutige Spiel, da gab es vor kurzfristig noch eine Änderung. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte Maurice Ritter nur Linesperson sein und Gordon Bergers Hauptschiedsrichter. Hat sich da ganz kurzfristig was geändert. Linesperson auf jeden Fall Jan-Boot Schäfer und Rashid Seithoff. Und jetzt als Hauptschiedsrichter Maurice Ritter. Okay, gut, nehmen wir so hin. Sah heute Morgen oder sah auf der Schiedsrichteransetzung noch ein bisschen anders aus. Wie auch immer, ich glaube, das ist das kleinste Problem, was wir heute haben. So, ganz kurzer Hinweis schon mal, wie gesagt, absolut minimales Equipment. Wir können keine Zeitlupen machen. Das packt halt der Laptop nicht. Wir haben natürlich nicht den Server, nicht den Großrechner mit. Keine Zeitlupen, die Kamera, wir haben dann auch etwas Kamera reduziert, dafür wegen der Lichteinstrahlung oder wegen dem Licht halt hier in dieser Eishalle, beziehungsweise diesem Palast der Winde, wie er ja genannt wird, mussten wir auf eine andere Kamera umstellen, die hat zwar dann ein etwas besseres Bild, weil die mit der Beleuchtung besser zurechtkommt, hat allerdings keinen Zoom, wir kommen damit schon klar. Also, werden wir es genießen. Wir gucken mal ganz kurz auf die Tabelle, beziehungsweise kann ich euch das ganz kurz sagen. Die Wunstorf Lions, die haben ja kürzlich, vorletzte Woche, ihre Mannschaft zurückgezogen, nachdem sie, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt damit zusammenhängt, auf jeden Fall haben sie vorletzte Woche die Mannschaft halt zurückgezogen, kürzlich noch unterlegen bei den Crocodiles mit 2:22, als sich da der Torwart noch im ersten Drittel verletzt hat. Beide Mannschaften haben jeweils einmal gegen die Wunstorf Lions gespielt, beziehungsweise die Crocodiles sogar zweimal, die haben beide ihre Spiele schon gehabt. Die 6 Punkte wurden denen natürlich wieder aberkannt, sozusagen, also in der Tabelle. Deswegen ist die Tabelle auch sehr, sehr schief, weil manche Mannschaften halt noch gar nicht gegen Wunstorf gespielt haben, sondern erstmal gegen andere Mannschaften. Und ja, die Crocodiles zum Beispiel schon zweimal. Deswegen haben wir momentan aber eine Tabelle, wo der RIV Bremerhaven oben führt mit 13 Punkten aus 7 Spielen. Die Crocodiles auf Platz 2 mit voller Punkteausbeute, 12 Punkte aus jetzt 4 gewerteten Spielen. Auf Platz 3 die Hasefeld Tigers, die haben halt erst 3 richtige Spiele absolviert, die halt auch wirklich in die Tabelle einfließen. Und die Hamburg Sailors haben 3 Spiele bisher für die Tabelle beigetragen, 5 Punkte geholt. 2 Punkte gab es beim Overtime-Sieg gegen den RIV Bremerhaven, dann verlor man das Rückspiel direkt in Bremerhaven. Dann gab es halt diesen 11:0-Sieg in der Wedemark bei den Wunstorf Lions, das halt nicht mehr gewertet wird. Und halt kürzlich das 3:0, der Auswärtserfolg am Federturm bei den Hunters. Die Crocodiles haben gegen die Federturm Hunters am Anfang 7:1 gewonnen, dann 4:2 bei den Wunstorf Lions, wie gesagt, außer Wertung genommen. 7:2 hier an gleicher Stelle gewonnen bei der HSV 1B-Vertretung. Dann auswärts bei den Pferdeturm Hunters gewonnen mit 3:2. Und dann, wie gesagt, 22:2 gegen die Wunstorf Lions, was ja auch nicht mehr in die Tabelle mit einfließt. Und am letzten Wochenende auswärts in Bremerhaven 5:3 gewonnen. Topscorer bei den Crocodiles ist Stefan Gebauer, 6 Spiele gespielt. 26 Scorerpunkte, 11 Tore, 15 Vorlagen. Da fließen die Spiele gegen die Wunstorf Lions noch mit rein. Topscorer bei den Hamburg Sailors ist der Kapitän Patrick Volkert. 4 Spiele gemacht, 8 Punkte gesammelt bisher. Die beiden Torhüter vergleichen wir mal ganz kurz. Lars Wolfram auf Seiten der Sailors, sein 5. Einsatz in dieser Saison. Bisher komplett gespielt, bis auf ein Drittel. Da wurde er gegen Jörn Hörbe kurz ausgewechselt. 1,88 sein Gegentorschnitt. Und auf Seiten der Crocodiles, Tobias Löpp, der wechselt sich ja mit Lilly Werner immer
schön regelmäßig ab. Beide haben 3 Spiele gespielt, beide haben 6 Gegentore kassiert, beide haben 180 Minuten gespielt, beziehungsweise bei Tobi Lepp 4,5-18 Sekunden. Und ja, beide, wie gesagt, 6 Gegentore. Da tun sich die beiden Torhüter nicht viel. So, das soll es gewesen sein. Genug Zahlen und Daten. Jetzt gucken wir ein bisschen Eishockey. Es ist aber auch schön, dass ich mir eine Mütze mitgenommen habe. Nützt mir nur auch nichts, wenn ich das Headset auf habe. So, aber Handschuhe. Ohne die geht das jetzt hier nicht. So, dann hoffe ich, dass ihr Spaß habt, dass wir alle Spaß haben. Und dann ja, gucken wir mal, dass wir das hier in Stelling ja, hinkriegen. War ja ganz, ganz ursprünglich, war das Spiel angesetzt für die Kio Beyond Arena. Dann vor einigen Wochen verlegt hier nach Stelling. Und dadurch, dass jetzt in Farmsen gestern oder die Zeit heute um 19.30 Uhr die Spielzeit frei war und dann gestern sogar kurzfristig das 16 Uhr Spiel, was für um 16 Uhr angesetzt war, auch abgesagt wurde, das U17 Spiel gegen Timmendorf, war kurz die Bemühung da, das Spiel heute auf 16 Uhr nach Farmsen zu verlegen, wo es zumindest ein bisschen wärmer gewesen wäre und auch die Eisqualität wahrscheinlich ein klein bisschen besser gewesen wäre. Aber, und mal jetzt ganz egoistisch gesagt, die Rahmenbedingungen für den Livestream auch besser gewesen wären. Ja, das hat leider nicht funktioniert, deswegen sehen wir uns jetzt hier am Sonntagabend in der Kälte in Stellingen. Wie gesagt, ich gucke nachher, ich kann jetzt leider hier von hier vorne vom Eis nicht auf den Laptop gucken, weil der steht ein bisschen weiter hinten. Also, wenn da irgendwas im Chat geschrieben wird oder so, kann ich das jetzt leider nicht lesen. Gucke ich dann nachher in der Drittelpause mal. Aber ansonsten jetzt erstmal, wie gesagt, viel Spaß hier beim Spiel, beim Derby in der Verbandsliga Nord zwischen den Crocodiles und den Hamburg Sailors. Die sehen sich übrigens, wenn das Ganze hier vorbei ist, gehen sie alle eine Woche arbeiten und Freitagabend sehen sie sich schon wieder. Direkt das Rückspiel am Vorabend, vor Heiligabend, 23. Dezember, 20 Uhr. Dann allerdings wirklich in Farmsen das Heimspiel der Crocodiles dann. So, die Sailors natürlich, das glaube ich, brauche ich keinem zu erzählen. Die Sailors in Blau-Gold. Jetzt erstmal von links nach rechts spielend. Und die Crocodiles in den weißen Auswärtstrikots. Während hier die Sailors über Tschernohus. Und dann Kim Jeskasch von der blauen Linie mit der Möglichkeit. Aber Tobias Löpp im Tor, der Crocodiles zur Stelle. Anton Aujox gewinnt das Bulli für die Sailors. Jeskasch. Das halten da zunächst die Scheibe drin, dann aber Finn Brötschel. Bringt da die Scheibe ins Angriffsdrittel der Crocodiles. Bente. Auf Seiten des Hellers hinterm eigenen Tor. Crocodiles stören da zunächst früh, gehen dann aber wechseln, während die Sailors dann hier nach vorne aufbauen. Bauerntrickversuch durch Marlon Tschernohus. Tobi Lepp aber am Pfosten zur Stelle verhindert hier das 1:0. 2,5 Minuten gespielt, noch 0:0. Samuel Vogel. Auch der vor, ich glaube, 4 Jahren war das. Schon im Oberliga-Kader gewesen für die Crocodiles. Damals zusammen mit Leo Prüssner.
die Scheibe durch. Vorwärts müssen da neu aufbauen. Beide Mannschaften nutzen das schnell zu wechseln. Den Gegner mit dem Pass rein ins Drittel. Da war allerdings ein Mitspieler zu schnell drin dann in der Situation. Wird Abseits natürlich angezeigt. Und Jonathan Zorn musste da erstmal die Angriffszone wieder freimachen. So können die Saders die Scheibe übernehmen. Fangen wir den Aufbaupass ab. Und über Volkert geht es dann nach vorne. Scheibe drin gehalten. Trifft die Scheibe beim Schuss nicht. Und dann Daniel Sebo. Mal abgezogen. Bente. Mit dem Schuss. Mepp mit der Brust zur Stelle. Scheibe dann von den Verteidigern aufgenommen. Jan Felm kann dazu nicht befreien. Saders komplettieren den Wechsel, ebenso die Farmsener. Laufen da jetzt aber in den Konter mit der Möglichkeit und dem Tor für die Hamburg Saders hier in der fünften Spielminute. Ja, wollten sie den Wechsel noch komplettieren, da war ein Teil schon wechseln gegangen. Und dann genau in den Angriff der Saders rein, dann kamen sie nicht schnell genug wieder zurück aufs Eis, dann stimmte die Zuordnung nicht. Und dann ist es Niklas Bente hier mit dem 1:0 für die Hamburg Saders in der fünften Spielminute. Für Niklas Bente der zweite Saisontreffer im fünften Spiel. Das ist die Möglichkeit jetzt für die Crocodiles, aber die Scheibe abgefangen. Das geht dann schnell über die linke Seite. Nach vorne, dann gleich gedoppelt mit zwei Mann. Den Check da angesetzt, aber alles fair. Spiel läuft weiter, Arme vom Moritz Ritter bleiben da unten. Aber dafür geht jetzt der Arm hoch, und zwar von den Linesperson. Jan Moritz-Schäfer schickt da die Crocodiles zurück. Die wollten gerade wechseln. Geht natürlich nicht beim Icing. Und es gibt Bulli vor dem Tor von Tobias Löpp. Samuel Vogel wieder für die Saders am Bulli. Und auf der Gegenseite der Kapitän Viktor Rausch. Der Bulli geht allerdings, oder das Bulli geht allerdings erstmal an die Saders. Also zurück an die Blaue. Da ist die Strafe angezeigt, die erste Strafe des Spiels, die gibt es gegen die Crocodiles. Die wird es geben gegen die 14, gegen Finn Grötschel. Wenn ich das richtig, ja, 14 Finn Grötschel. Kurze Irritation, ist ja mit der 65 gemeldet, spielt aber heute mit der 14. Und so kommen die Saders zum ersten Powerplay in der sechsten Spielminute. War ja in den ersten Jahren ein großes Aushängeschild der Saders. Hat jetzt bei der letzten Saison schon angefangen, ein bisschen nachzulassen. Auch in dieser Saison noch nicht so erfolgreich das Powerplay, wie man es in den ersten Jahren gewohnt war. Volkert mit dem Querpass. Sebo. Natürlich riesiger Erfahrungsschatz mit seiner Erfahrung aus der DEL, die er da im Powerplay an die blaue Linie bringt. Da ist er wieder an der Scheibe. Findet aber auch noch keine Lücke zum Schießen. Meier nochmal kurz zurück. Nochmal Sebo und Tobi Lepp im Tor der Crocodiles zur Stelle. Saders halten die Scheibe drin. Wieder Sebo an der blauen. Dann der Schuss, wieder Löpp, der Nachschuss von Dominik Samrei. Etwas über eine Minute noch
Überzahl für die Sailors. Dominik Samra ja auch in diesem Zusammenhang ganz vielleicht nicht uninteressant. Der trägt ab und zu dann auch mal das Trikot der Crocodiles. Tatsächlich ist er noch spielberechtigt für die U20. Während hier der Hammer aus der linken Shooter-Position, wie man sie beim Floorball nennt, aus der linken Seite das 2:0 im Powerplay. Kim Jeskasch, der Torschütze, punktbester Verteidiger bei den Sailors, netzt hier in dieser Saison zum zweiten Mal ein. Führung, also hier in der 7. Spielminute. Lass die Kamera hier. Anton Neujoks und Marlon Czernohus, die beiden Assistenten zu diesem Powerplay-Tor. Crocodiles natürlich damit wieder komplett. Finn Brötchen wieder mit dabei. Und die Scheibe hinterm Tor von Tobi Lepp. Fitzner dazwischen, wieder Neujoks. Mit dem Pass in die Mitte, Scheibe drin gehalten. Und Jeska schon mal mit dem Schuss. Schläger links dann von Zorn dazwischen. Aber Schläger nicht gebrochen. Jonathan Zorn. Zorn auf Miguel Burg. Er rutscht die Scheibe unter der Kette durch. Das ist so ein Evergreen. Ich glaube, ich habe es in jeder bisherigen Übertragung erzählt, hat ja früher auch eine Zeit lang für die Sailors gespielt. Miguel Burg, auch im vergangenen Sommer wieder Vize-Europameister geworden im American Football, in der European League of Football. Hat ja einige Zeit vollkommen auch berechtigt den Traum von Amerika gehabt. Einmal in die NFL zu kommen, ein Weltklasse-Footballer und nebenbei halt im Winter noch ein super Eishockeyspieler. Der Schuss abgefälscht, abgeblockt. Wolfram da aber zur Stelle. Weiterhin aber die Crocodiles mit dem Pass an den Langpfosten. Faltball verpasst. Scheibe erstmal rausgespielt von Fitzner auf Vogel, genau in den Lauf und Tobi Lepp zur Stelle. Das ist der Möglichkeit. Nochmal. Dann kommen die Pässe nicht so 100%ig. Und dann Fabian Krüger. Spielt die Scheibe tief. Und dann ist das Tor da hinten verschoben. Deswegen das Spiel unterbrochen. So vollkommen ab vom Spielgeschehen. Das fand ja hier gerade in der Hälfte der Sailor statt. Aber da ist das Tor von Tobi Lepp da hinten verschoben. Alle drei Unparteiischen jetzt da am Gucken. Das hoffentlich hält. Scheint da noch. Wir brauchen die Bohrmaschine, sagt Maurice Ritter, der Hauptschiedsrichter. Da kommt sie, gemächlichen Schrittes. Ja, ansonsten kann ich euch sagen, 9 Minuten gespielt, oder
8,5 Minuten gespielt. Mal nicht übertreiben hier. Nicht zu optimistisch sein, dass wir hier schnell rauskommen aus der Kälte. Nein, es sind tatsächlich erst 8,5 Minuten. Aber wir haben hier den Spielstand von 2:0 für die Sailors. Wie gesagt, da hinten am Tor der Crocodiles ein bisschen Kosmetikarbeit. Hoffen wir, dass das da gleich weitergehen kann. Gibt das, mal so eine Frage, gibt das beheizte Headsets? Beheizte Headsets? Gibt das sowas? Weißt du, so mit das wäre jetzt so der Hit, echt. Oh, das darfst du auch keinem, also wenn jemand das, schade, dass wir es nicht filmen können, wie wir hier arbeiten. Ich muss mal ein paar Fotos davon machen. So, wir haben gerade Zeit. Spiel gesagt, Spiel unterbrochen. Ihr seht das dahinter, da wird noch am Tor von Tobi Lepp ein bisschen gearbeitet. Scheint aber jetzt weitergehen zu können. Maurice Ritter pfeift zum Bulli, beordert die Spieler ins Angriffsdrittel der Crocodiles. Vor das Tor von Lars Wolfram. Genau. Wir noch mal gucken. Einer der beiden Wolframs halt. Ja, wie gesagt, Lars Wolfram am Tor, aber Bulli gibt es doch draußen in der neutralen Zone. Nehmen wir auch. Hauptsache, es kann hier weitergehen. Dominik Samrei. Ja, spielt ja auch für die U20 in der DNL 3 für die Crocodiles. Die momentan auf einem sehr guten zweiten Platz stehen in der DNL 3 Division Nord. Hier die Sailors mit dem Icing. Und es gibt das Bulli vor dem Tor von Lars Wolfram. Volkert. Und dann Tor längs an der etwas optimistische Pass für Volkert. So schnell ist er dann auch nicht. Spiel dann unter. Wochen. Gucken mal komplett raus. So, Bulli, Verteidigungszone. Crocodiles. Komm, schmeiß ein, ist kalt. So, aber könnte da, hält da die Scheibe drin. Ja. So, nochmal. Doppelpass. Mit Niklas Bente. Stich dann ab. Auch der auf diesem Eis hier entstellend groß geworden. Aus dem Nachwuchs. Vom HSV.
Mitchell. Ich habe nach vorne gespielt. Fabian Krüger. Ja, kleines Missverständnis hier beim Wechseln bei den Sailors. Konnten die Crocodiles jetzt kein Kapital draufschlagen. Wie vorhin, so ähnlich ist das 1-0 gefallen für die Sailors. Da stimmte kurz die Zuordnung nicht, weil die Crocodiles da wechseln waren. Und ja, Sailors haben das eiskalt ausgenutzt dann zum 1-0. Jetzt zum zwischenzeitlichen 1-0. Jetzt Samuel Vogel. Und Tobi Lepp im Tor der Crocodiles zur Stelle. Macht da den Puck zu. Mittlerweile haben wir das erste Drittel zur Hälfte überstanden. Muss man ja schon fast so sagen bei diesen Temperaturen. Wir wollen nicht jammern. Hier haben wir wenigstens Dach über dem Kopf. Gestern beim Open-Air-Spiel in Hannover war ja die Spielfläche komplett offen. Moritz Froh, sehen das auch dazwischen. Mama Samuel Vogel. Der Platz auf der linken Seite, da kommt René Wegner ihm dazwischen. Gibt dann die Scheibe zurück. Und dann wird, dass Julian Hein da nichts rankommt, nicht rankommt. Nochmal der Aufbau der Crocodiles mit dem Schuss abgeblockt. Und Daniel Sevo. Mann alleine gegen vier. Und Moritz Bo. Scheibe tief gespielt. Bentmeier vom Tor macht da erstmal zu. Und Daniel Silvo. Etwas zu ungenau der Pass. Etwas zu weit nach vorne für Patrick Volkert. Samrei ist nach vorne, Volker schön abgelegt. Ja, und dann gibt es den Open Ice-Hit von Miguel Bog. Volkert, ja, Missverständnis zwischen Bente und Volkert. Scheibe da kurz blockiert. Spiel geht aber weiter. Ein bisschen hektisch da. Ja, gibt es die nächste Strafe? Gibt es gegen die Crocodiles? Fabian Krüger trifft es da. Kommt da 2 Minuten wegen. Dein Ernst jetzt. Also nicht genug, dass der Hauptschiedsrichter mit dem Rücken zu uns natürlich steht und wenn er die Strafe anzeigt beim Spielgericht. Aber dass dann noch die Linesperson dann genau in dem Moment also dazwischen fährt. Ich habe nichts gesehen. Letztendlich auch egal, es sind 2 Minuten. Dann ist es auch egal, ob hier Bein stellen oder Haken oder sonst was. Nächste Überzahl für die Sailors. Bisher 1-1. Bulli zurückgepfiffen. Das machen wir dann nochmal zwischen Stefan Gebauer und Anton Naujoks. Wegen Beinstellen. Ah, gut. Können wir das auch noch nachliefern? Und Schernhus in der Blauen. Gegen Stefan Gebauer, dann liegen sie beide auf dem Eis. Spiel geht weiter. Crocodiles können sich befreien. Scheibe bei Wolfram. Kim Jaskarsch. Der hat vorhin im ersten Powerplay zum 2-0 das Tor gemacht.
zurückgelegt. Scheibe rutscht da raus. Sellers müssen raus aus dem Angriffsdrittel. Scheibe dann das Spiel neu aufbauen. Scheibe konnten sie behaupten. Jeskasch spielt die Scheibe wieder tief rein. Tobi Löpp da dran und dann die Verteidiger zur Stelle. Spielt die Scheibe weit raus. Logischerweise kein Icing. Powerplay zur Hälfte vorbei. Entzückender Rücken vom Linesman, von der Linesperson hier. Wie gesagt, das ist andere Kameraposition, gibt dieses Eisstadion leider nicht her. Drüben auf der Tribüne würde man etwas erhöht stehen, aber nützt dann auch nichts, wenn die, sobald da mehr als 30 Zuschauer sind, stehen sie halt hier vor der Nase, kannst du auch nichts erkennen. Deswegen hier die Auswahl unserer Kameraposition oder unserer Arbeitsposition hier drüben zwischen den beiden Spielerbänken. So, Sevo an der Blauen. Sevo mit dem Schuss abgefälscht und Tobi Löpp zur Stelle. Miguel Bog sich da hoffentlich nicht ernsthafter verletzt. Jetzt hier ganz kurz von Sani Niklas da behandelt. Zieht da etwas gefrustet den Kinnriemen seines Helms ab. Irgendwas am rechten Bein, am rechten Knie. Auch Physiotherapeutin Tanja Nielsen von den Crocodiles sofort da. Belastet das Bein immer mal wieder. Mal gleich mal etwas beobachten hier direkt neben uns auf der Spielerbank. So, aber Crocodiles wieder komplett. Und da stehen hier, überstehen hier die Unterzahl, so rum. 5 Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels. Miguel Bog sitzt hier weiterhin ganz außen auf der Spielerbank der Crocodiles, schüttelt aber immer wieder den Kopf und verzieht schmerzverzerrt das Gesicht, wenn er das Bein bewegt. Das wäre natürlich ein großer Verlust für das Spiel, für die Crocodiles. Hoffen wir mal, dass das nichts Schlimmeres ist, der vielleicht hoffentlich mal weiterspielen kann hier im Verlauf des Spiels. Das wollen wir natürlich auch nicht, dass sich hier irgendjemand verletzt bei dem Spiel. Nächste Möglichkeit für Fitzner. Mit dem Schuss Sascha Fitzner, aber Tobias Löpp im Tor bei den Crocodiles zur Stelle. Jeskasch. Schau wir in die Rundung. Fitzner. Nee, Czernohus ist da. Andersrum. 17, nicht 71. Manon Czernohus da mit der Möglichkeit. Hinterm eigenen Tor. Fitzner, kurz Schläger gehalten,
Anton Naujuk mit dem Schuss, bleibt dazwischen. Scheibe erstmal zur Seite geklärt. Dann die Gefahr der Krokodiles und Dennis Wellnitz auf Moritz Froh. Froh mit dem Schuss, Wolfram mit der Fanghand zur Stelle. Und die Sailors mit dem Aufbau. Kommen wir jetzt dazwischen. Jonathan Zorn ums Tor rum. Pass in die Mitte, aber zu unüberlegt. Da stand nun meilenweit kein Farmsener. Dann auf der Seite Jens Wolfram mit der Möglichkeit. Walter. Und Jan Fellen, erstmal wieder Befreiung. René Reuter. Hinterm eigenen Tor. Fellen dazwischen. Vogel nochmal. Hinterrum, hinter das eigene Tor. Julian Stolz. Halten die Scheibe drin. Gebauer mit dem Schuss. Wolfram zur Stelle. Zwei Minuten noch. So, kommen wir ganz kurz auf die Spielerbank der Crocodiles, Miguel Bog immer noch ganz links außen hier. Aber hat aber immer noch komplett seine Klamotten an, also noch nicht mal den Helm abgesetzt, noch nicht mal die Handschuhe ausgezogen. Das ist ja zunächst erstmal ein gutes Zeichen. Schüttelt zwar immer wieder den Kopf, hat auch sein Schlägereisen noch in der Hand. Also, kann natürlich auch einstellen. Ne? Ja. Macht momentan nicht so das glückliche Gesichter. Hoffen wir trotzdem das Beste natürlich, sagt Miguel Bog. Toller Sportsmann. Kann man sich nur vor verneigen. Währenddessen aber auf der Gegenseite die Möglichkeit für die Crocodiles. Und läuft die letzte Spielminute im ersten Drittel. Viktor Rausch hier mit der Riesenmöglichkeit eben noch hier kurz vor Drittelpause auf 2:1 zu verkürzen. Ja, Jeskarsch an der Blauen. Jeskarsch, immer noch Jeskarsch. Aber gut unter Druck gesetzt. Zorn kann er zunächst befreien. Ja. 17 Sekunden noch. Wolfram erstmal hinter das Tor. Walter. Aufpassen, da jetzt sticht dann ab. Zieht nochmal ab, kein Problem für Wolfram. Und dann übernehmen die Verteidiger die Scheibe. Nochmal weit hoch raus nach hinten. Und dann ist das erste Drittel aber beendet. Und ja, wir machen ganz kurz Drittelpause. Ich muss mal ganz kurz meinen Schreibtisch hier wegräumen. Piep, 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 piep. So, dann kann hier auch die Eismaschine durch. Passt. So, Vorsicht. Ja, das ist improvisiert hier, ne? So, da kommt die Eismaschine. Und ihr könnt euch vorstellen, zwischen Eismaschine. Ganz kurze Absprache hier, ich würde sagen, wir gehen alle drei rüber. Bin ich nämlich ganz stark dafür. So, das heißt, wir machen ganz kurz Drittelpause. Wir lassen euch ein bisschen alleine. Ja, wie gesagt, 15 Minuten Drittelpause. Wir gehen uns mal ganz kurz alle drei ein bisschen aufwärmen.
weil nicht nur Sani Niklas, sondern auch Kamerafrau Franziska und definitiv auch ich brauchen jetzt eine Heizung. So, insofern, ja, ihr seht das ja gleich beziehungsweise, pass mal auf, bringt das was, wenn ich die darüber? Seht ihr die Uhr? Nee, erkennt man nicht. Wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Schade. Ich wollte auf die Uhr gehen. So, gut, wie gesagt, Drittelpause, 15 Minuten, 2-3 Minuten bevor das wieder losgeht, bin ich dann auch zurück. Und dann, ja, sehen wir uns gleich. Bis dahin, wie gesagt, 2-0 die Drittelpausenführung für die Sailors.
So, 3, 2, 1, da sind wir wieder. So, also das sich aufwärmen im Kabinengang hat sich ganz kurz erledigt. Ich bin gerade mal um die Eisfläche rumgekommen. Steht so ein kleiner, mittlerweile nicht mehr ganz so ein kleiner Knips vor mir. Kenne ich aus alten Zeiten eines ehemaligen Hamburger DEL-Teams. Da ging er mir irgendwie bis zum Bauchnabel, war 6 Jahre alt. Ha. Jetzt ist er bei der Bundeswehr in meinem alten Fallschirmjägerregiment in Seelau. Steht der Kerl hier plötzlich vor mir? Unmöglich. So. So, also wir starten wieder rein. Ins zweite Drittel. Ihr seht das. 2:0, die Führung für die Sailors. 1:0 durch Niklas Bente, 2:0 durch Kim Jeskarsch im ersten Drittel. 2:0. Das Günther wird zurückgespielt, dann die Scheibe reingespielt. So, ein bisschen Mittelfeldgeplänkel da, jetzt hin und her. Hat irgendwie gefühlt keiner die Scheibe haben will. Jetzt mal Daniel Sebo. Bleibt bei Moritz Froh hängen. Sebo. Dann die Befreiung. Der Krokodils. Bert Meyer holt sich da die Scheibe. Und Daniel Sebo. Das für Patrick Volkert. Pitzner gegen Gebauer. Fellen kommt da zu Fall. Schade, also im ersten Drittel teilweise doch sehr ansehnlich das Spiel sogar. Natürlich, klar, für Verbandsliga-Verhältnisse einfach immer natürlich ein, zwei Nicklichkeiten dabei, natürlich, wie es halt in der Verbandsliga üblich ist. Und natürlich auch gerade bei diesen beiden Mannschaften, da ist natürlich schon so ein bisschen Derby-Charakter, natürlich ein bisschen Vorgeschichte natürlich dabei. Wenn es natürlich zwischen den Crocodiles und den Sailors hier abgeht, aber trotzdem, war auch im ersten Drittel so ein, zwei schöne Spielszenen doch schon zu sehen. Auf beiden Seiten. Und ja, davon ist jetzt hier in den ersten 5 Minuten des zweiten Drittels nicht viel zu sehen. Ein bisschen schade, ein bisschen verflacht das Spiel hier gerade. Nächstes Icing der Sailors hier. Ja. Bisschen schade. Wie gesagt, kann auch natürlich nur eine Phase des Spiels sein. Ja, gerade Anfang zweites Drittel. Da gibt natürlich noch viel Zeit und viel Potenzial, dass das Spiel hier wieder ein bisschen ansehnlicher wird. In die Rundung. Warte. Und Viktor Rausch mit dem Schuss. Wolfram aber ohne größere Probleme. Krokodils halt mich halt aber drin. Bade, beziehungsweise die Sailors dazwischen. Jan Stolz auch noch mal kurz dazwischen. Fabian Krüger, Scheibe in die Rundung. Stolz. Es wird momentan irgendwie nicht ansehnlicher. Kann man froh sein, dass wir hier heute mit der Kamera kein Zoom-Objektiv dran haben.
aber dafür ist das Bild recht gut. Also das wäre mit der anderen Kamera definitiv nicht so gut gewesen bei den Lichtverhältnissen hier. Würde ich sagen, schon die richtige Wahl getroffen. So, Dennis Wellnitz. Auf Gebauer und Moritz Froh. Nochmal hinten rum über Linus Günther. Mit dem Pass nach vorne für Wellnitz. Mit dem Schuss Wolfram zur Stelle. Reuter ebenfalls. Scheibe erstmal zur Seite geklärt. Nochmal Wellnitz. René Wegner. Nochmal Gebauer. Froh. In die Rundung. Günther. Nochmal wieder andersrum in die Rundung. Und dann Reuter. Sturm. Wieder in die Rundung. Zum anderen Wolfram. Zu Jens Wolfram. Und sein Bruder Lars dann zur Stelle. Erstmal ein Handschuh drauf und das Bulli nehmen. Gibt beiden Mannschaften die Möglichkeit zu wechseln. Und Daniel Sebo bleibt da hängen bei Sven Detlefs. Der die Scheibe trotzdem noch mit. Zorn. Hoher Stock angezeigt. Dann aber vom Gegenspieler angenommen. Insofern dann freigewunken. Möglichkeit für die Sailors. Volkert. Lepp zweimal dazwischen. Scheibe frei. Tor verschoben. Beziehungsweise halb umgekippt. Noch ist es nicht wirklich verschoben. Aber steht halt nicht mehr so, wie es soll. Und dann wird natürlich abgepfiffen. Oder auch nach dem Goalie Safety First natürlich. Bevor da dann Tobi Lapp im Tor irgendwas passiert, dann natürlich das Spiel. Lieber unterbrochen. Bulli geht an die Crocodiles. Grötschel. Nochmal Finn Grötschel. Unter der Saison ja hochgekommen aus der 1C, jetzt das Tor links verschoben bei Tobias Lepp. Dann natürlich auch wieder unterbrochen das Spiel. 8 Minuten gespielt im zweiten Drittel. 2:0 die Führung hier für die Hamburg Sailors. Ja. Sagt Patrick Volkert hier auch, als er wechseln kommt, schüttelt den Kopf und sagt noch zu sich selbst, na, der muss rein. Ja, diese Möglichkeit gehabt, gewesen für ihn. Hier auf 3:0 zu stellen. Aber auch jetzt auf der Gegenseite die Möglichkeit der Crocodiles. Aber Wolfram beim Tor und es gibt die nächste Strafe des Spiels, unkorrekter Körperangriff. Das war die Strafe und es trifft diesmal einen Spieler der Sailors. Und das ist die Nummer 10, Kim Jeskarsch. Damit die Crocodiles in ihrem ersten Powerplay des heutigen Abends. Holen sich dann auch das Bulli, Wellnitz. An der Blauen, das ist René Wegner. Wegner mit dem Schuss. Günther, Scheibe in die Rundung. Moritz Froh. Gebauer, Günther an der Blauen. Schläger dazwischen. Kontermöglichkeit für die Sailors, Naujux. Aber dann Stefan Gebauer. Da gut aufgepasst. Holt sich erstmal die Scheibe. Und die Crocodiles im Spielaufbau mit der Scheibe über René Wegner ins Angriffsdrittel.
Dann Tor längs, Linus Günther an der blauen. Scheibe dann doch in die Rundung gespielt. Sellers könnte sich da noch nicht befreien. Günther nochmal rüber auf Wegner. Stefan Gebauer, Denker und Lenker auf der linken Seite im Powerplay. Rene Wegner mit dem Schuss und die Scheibe ist drin. Findet da die Lücke zwischen Freund und Feind durch. Keine Sicht für Lars Wolfram im Tor der Sailors. Und so verkürzt dann auch im Powerplay die Crocodiles hier auf 2:1. Oh, das ist gut. Ja, dann haben wir das Rätsel über Miguel Burg auch gelöst. Für ihn das Spiel definitiv zu Ende. Steht hier umgezogen in, sagen wir mal, Zivilklamotten mit Sea Devils Mütze hier jetzt zwischen den beiden Spielerbänken. Schade. Jetzt das Spiel unterbrochen wegen Handpass. Ja. 30. Spielminute. Wie gesagt, im Powerplay verkürzen die Crocodiles hier auf 2:1. Also auch die Crocodiles jetzt im Powerplay erfolgreich. Konnten ihr erstes Powerplay nutzen. Wie vorhin im ersten Drittel auch die Sailors. Tut dem Spiel vielleicht ganz gut. Ein bisschen mehr Spannung. Rein da. Jetzt vielleicht die Sailors ein bisschen gefordert, hier wieder auf 2 Tore wegzuziehen. Das Bulli gewinnt das Bulli und dann der Schuss von Sevo, auch da Tobi Lepp, keine Sicht, da 2 Spieler vor ihm stehen, beziehungsweise zwischen ihm und Daniel Sevo stehend, trotzdem da schnell und gut reagiert, Stefan Gebauer, Scheibe auf die linke Seite zu René Wegner. Genau der Pass. Günther da unter Druck gesetzt von Cevo. Und Dominik Samrein muss allerdings nochmal abdrehen, muss da warten. Noch Volkert und auf der anderen Seite noch ein Mitspieler. Beide im Angriffsdrittel drin gewesen. Und da haben wir ein ganz kurzes Bild gesehen hier an der Bande. Miguel Burg. Samrei. Ja, Moritz froh dazwischen. Samrei nochmal. Meier. Tief gespielt. Den Schuss. Jetzt mit Niklas Bente war das. Scheibe aus dem Spielfeld raus. Spieler natürlich unterbrochen. Kurzer Wechsel, ja, den würde ich jetzt auch nehmen. 8 Minuten noch im zweiten Drittel zu spielen. Das ist die Möglichkeit. Aber Tobi bleibt wieder zur Stelle.
So, wir jetzt arbeiten da die Scheibe raus. Jetzt Garsch. Unter Druck. Stich dann hat. Schöne Hus und Jan Fellner. Gibt da seinen Vorderleuten die Zeit zu wechseln. Die wird aber auch dann von den Sailors genutzt. Und so haben wir. Sorry, einigermaßen frische Kräfte auf dem Eis. Während hier Viktor Rausch noch einmal Lars Wolfram prüft. So, über zwei andere Handschuhe findet der Weg dann, oder findet der Puck dann den Weg in den Fanghandschuh von Lars Wolfram. 7-0 noch. Kein Check auf Höhe der Kamera, bitte. Möglichkeit, Julian Stolz mit der Möglichkeit. Krüger kommt da nicht zum Schuss und die Sailors mit der Befreiung und der Möglichkeit zum Konter. Samuel Vogel, der ist natürlich schnell in der Mitte. Jetzt dann auch mitgelaufen Julian Hein, auch der nicht weniger schnell. Der landet dann nach Zweikampf im Tor. Und das natürlich aus der kleinen Verankerung gerissen. Da reicht ja bei den Toren hier ein kleiner Schubser. Und dann natürlich das Spiel unterbrochen. 6,5 Minuten. So, ein bisschen den Gesichtsschutz hochzieht. Versteht man nicht, glaube ich, trotzdem immer noch. Ne? Ein bisschen gedämpft, ne? Das ist auch scheiße. Es wird nicht wärmer hier. So, Samrein gegen Froh. Scheibe in die Rundung. Und auf der Gegenseite, Moritz Froh mit dem Schuss und Wolfram mit dem Handschuh. Da stand nun weit und breit niemand. Alles gut? Alles gut. Also, nach Icing der Sailors, Bulli Angestellung. Der kommt als Jonathan heißt er natürlich, Jonathan Thorn. Am Bulli gegen Schönhus, das wird zurückgepfiffen. Wird mal wiederholt. Und Anton Maujux. Maujux, ja. Lieber ganz schnell die Trinkflasche wegnehmen vom Bandenrand. Und dann das 3:1 für die Sailors.
während allerdings da Björn Stichtern hat nach dem Laufduell in der Bande landet und da sich hoffentlich nicht verletzt hat, wird er jetzt gestützt von zwei Spielern. Linus Günther da, rechter. Auch das rechte Bein, rechtes Knie. Das braucht es jetzt nicht. Tut nicht Not am Sonntagabend hier. Wäre dann schon der zweite Verletzte nach Miegelburg. Das braucht es natürlich nicht. Ja, aber trotzdem 3:1 Führung. Niklas Bente, der Torschütze, macht seinen zweiten Treffer am heutigen Abend. Steht jetzt bei 3 Toren auf der nächste, auf der Seite dann die nächste Möglichkeit. Ja, Steffen mit dem Schuss. 3. nochmal. Da bereits kurz dazwischen, können sich da aber nicht befreien. Die ganze Seite die Möglichkeit für die Crocodiles. Stefan Gebauer. Gebauer, ja, bringt dann die Scheibe nochmal tief zu Wellnitz. Der zurück zu Gebauer, der mit dem Schuss abgeblockt. Allerdings Wellnitz nochmal. Wellnitz mit dem Schuss, auch der nochmal abgeblockt. Weiterhin aber die Crocodiles mit der Rückhand den Schuss angesetzt von Moritz Froh. Jetzt René Wegner von der Blauen abgeblockt und die Kontermöglichkeit dann für Colin Storm. Julian Hein ist das mit der 88. Heute Katzer trägt hier das Trikot von Colin Storm. Und kurz irritiert hier. Colin Storm ja heute Abend nicht mit dabei. Sevo und dann zunächst abgepfiffen wegen Abseits, dann aber auch eine Strafe. Da kriegt Obona etwas ins Gesicht, sei es jetzt der Schläger, Ellbogen oder irgendwas Schlimmeres, hätte ich beinahe gesagt. Finn Grötschel trifft das erneut. Und so die nächste Überzahl für die Sailors. Bisher 1:2. Patrick Volkert gegen Stefan Gebauer am Bulli. Sevo. Und die Körner mit der Befreiung für Jonathan Zorn. Kann da die Scheibe nicht mitnehmen. Aber der Pass von Sevo genauso unplatziert. Gebauer dann erst einmal nach hinten, dann steht die Scheibe nach vorne. Bringt auch ein paar wertvolle Sekunden, die die Crocodiles dann hier von der Uhr nehmen können. Jetzt dann ist hier wieder mit seinem Anlauf von hinten. Auch das bekannte Taktik beim ehemaligen DEL-Verteidiger
Naja, Volkert. Patrick Volkert. Zunächst den Schuss angetäuscht. Sevo auch nochmal auf die rechte Seite gespielt. Meier. Sevo. Volkert. Sevo kriegt die Scheibe nur auf die Rückhand. Samurai versucht da abzufälschen. Meier. Und Dominik Samurai. Patrick Volkert. Und dann aus dem Rückraum Volkert. Aber Tobi Löpp. Tobi Löpp im Tor zur Stelle. Was machst du da? Also. Bastelt wieder am Scoreboard, ja? So, 1,49 sind ganz offiziell noch. 22 Sekunden noch Unterzahl für die Körperleitz. Scheibe hoch, weit raus. Hus hinterm eigenen Tor. Finn Brötschel steht bereit. Strafzeit ist zu Ende. Crocodiles wieder komplett. Schuss abgefälscht. Der fliegt dann, glaube ich, sogar ganz raus. Also nicht nur über die Bande und über das Plexiglas, sondern ich glaube auch ganz aus der Radrennbahn hier, aus dem Laufring, hinten da über die gelbe Begrenzung hinweg. Bitte, mit dem Schuss und der Nachschuss von Schernehus, glaube ich, war das. Knapp am Tor vorbei. Schernehus, aber nochmal. Map zur Stelle. Fanghand da. Eine Minute, eine Sekunde noch zu spielen. Schernehus am Bulli gegen Geberbaum. Wenn jetzt an der Seite, dann nochmal das Duell hinterm Tor. Schernehus gegen Gebauer. Linus Günther. In den Pass. In den Lauf von Moritz Vogt. Wellnitz. Hat vor zwei Wochen, beziehungsweise, ja, vor zwei Wochen in der Landesliga gespielt, in der 1C für die Kocke, zusammen mit seinem Sohn. Zusammen mit Lenny Wellnitz. Auch das natürlich schon ein starkes Zeichen. Also stelle ich mir schon echt toll vor, mit seinem eigenen Sohn zusammen auf dem Eis stehen zu können. Währenddessen ist hier die nächste Strafzeit gibt, diesmal auf Seiten des Sailors. Anton Naujux, 2 Minuten wegen übertriebener Härte. 21 Sekunden noch zu spielen im zweiten Drittel. Nächstes Überzahlspiel also für die Crocodiles. Bisher auf jeden Fall das eine Tor, was sie gemacht haben im Powerplay. Bin jetzt tatsächlich überfragt, ob es das einzige Powerplay war, ob das noch ein zweites war. Also auf jeden Fall 1 aus 1 oder 1 aus 2. Anton
nochmal in der neutralen Zone die Scheibe abgefangen. Da kommt nochmal der Schuss mit der Pausensirene. Aber dann das Drittel beendet. Auch wenn es da mit dem Abpfiff noch einen kleinen Schubser gab, beziehungsweise weil wohl der Schuss nach dem Pfiff kam, waren natürlich die Crocodiles darüber not amused, dass da nach Abpfiff nochmal geschossen wird. Und ja, das wollten sie natürlich dann dem Sailor-Spieler auch mitteilen. Und ja, mein Gott. Na, das passiert halt. So, diesmal versuche ich es aber wirklich einmal mit dem Aufwärmen. So, wie gesagt, 15 Minuten Drittelpause. Es steht 3:1. Wir sehen uns dann hier in circa 14 Minuten wieder. Bis gleich.
Wir hätten um 16 Uhr in Farbsen spielen können. Das wird mein Spruch heute. Das wird nicht gerne hier. Oh, aber es wird glatter. Oder glatter, finde ich gesagt. Das wird ungemütlich hier. Ungemütlich und gefährlich. So, herzlich willkommen zurück. Es gab noch, haben wir vielleicht, ne, wegen der Szene da kurz vor Drittelende gab es noch ein kleines Problem, oder gab es da noch ein kleines Techtelmechtel, da gab es noch eine Strafe auf Seiten der Crocodiles. Die Nummer 92, Jan Fehm, bekam dann noch 2 Minuten wegen unsportlichen Verhaltens. Deswegen jetzt hier zu Beginn des zweiten, ganz ruhig, Kevin, konzentriere dich, zu Beginn des dritten Drittels ein 4:4 Situation auf dem Eis. Da ist ja noch die andere Strafe für Anton Naujux in der Uhr auf Seiten der Sailors. Also zunächst mal 4:4 auf dem Eis. Geht in die Crocodiles. Und dann beginnt hier bei gefühlt minus 11 Grad das dritte. So, wir können mal gucken, was mit Björn Stichternath ist. Da hat er sich hier zweiten Drittel beim 3:1 der Sailors verletzt, da im Zweikampf im Laufduell dann da in die Bande gerutscht. Gucken wir mal, ob der auf der Spielerbank der Crocodiles zu sehen ist. Zumindest so jetzt momentan nicht zu sehen. Beobachten wir mal weiter. Und naja.
Schuss wieder am Tor vorbei. Mannmeier. Samrei. Dominik Samrei. Und Volkert in der Mitte. Dann die Möglichkeiten mit der Rückhand für Daniel Sevo. Aber mit Tobias Lepp im Tor der Crocodiles zur Stelle. Gegen Krüger. Da kann sich da durchsetzen. Immer noch Fabian Krüger. Ja, da gibt es die nächste Strafe für die Crocodiles. Fabian Krüger wird da 2 Minuten gegen Beinstellen geben. Anscheinend kleinere Diskussionen wegen der Uhranzeige. Was ja auch richtig ist, weil die 2-Minuten-Strafe von Jan Felm, die ist nicht mehr in der Uhr. Jetzt kommt die 2 Minuten. Ah, die haben die Strafzeit von Jan Felm da aus Versehen aus der Uhr gelöscht. Da sind jetzt nur die 2 Minuten von Fabian Krüger drin. Es sind jetzt noch 3 Spieler auf der Strafbank. 6 Sekunden sind bei Anton Naujux. 2 Minuten halt bei Fabian Krüger und 27 Sekunden bei Jan Felm. Der ist ja zu Drittelbeginn rausgegangen auf die Strafbank. So, Sailors komplett. Jetzt haben wir eine doppelte Überzahl für die Sailors auf dem Eis. 5 gegen 3. Bis dann in jetzt 6 Sekunden Jan Felm wieder mit dabei ist. Fitzner mit der Möglichkeit. Fitzner, jetzt ist Jan Felm wieder mit dabei. Crocodiles zu viert. Fitzner mit dem Kuss. Jeskasch auf der linken Seite. Gebauer. Dann liegen sie beide auf der Scheibe. Beziehungsweise René Reuter auf der Scheibe und Stefan Gebauer auf René Reuter. An die Sailors durch Volkert. Meier zu Sevo. Volkert auf der linken Seite mit dem Schuss. Ja, und dann Dennis Lenz. An der Scheibe können die zunächst mal rausgucken.
Sebo. Und Jonathan Zorn. Zorn, ab durch drei. Bringt natürlich wertvolle Zeit jetzt für die Crocodiles. Noch in Unterzahl. Knapp eine halbe Minute. Sascha Fitzner. Daniel Silvo. Patrick Volkert. Fitzner. Nochmal Silvo. Bringt die Scheibe Richtung Tor. Läuft dazwischen. Silvo. Mit dem Schuss. Volkert. Ja, da kommt Krüger schon von hinten. Krüger ist wieder komplett. Wir überstehen hier die doppelte bzw. einfache Unterzahl. Und Niklas Bente. Und dann das Tor. 4:1. Der reklamiert da noch. Er wäre da behindert worden. Videobeweis, wie gesagt, gibt es in der Verbandsliga noch nicht. Tor zählt also. Und hier in der 45. Minute das 4:1. Natürlich mal ein amtliches Brett jetzt hier. 3 Tore Rückstand für die Crocodiles. Wie gesagt, in dieser Saison noch ohne Punktverlust. Julian Stolz. Die Scheibe nochmal nach vorne. Da für Nikolas Tedenz. War mal ein Trickversuch, aber Tor verschoben. Spiel unterbrochen. Vogel am Bulli. Zählt das erstmal wieder hinten rum, hinter das eigene Tor. Ja, verspringt die Scheibe. Wellnitz. Rausch versucht es auch spitze Winkel. Wolfram aber dazwischen. Kann die Scheibe zumachen. Gebauer. Am Bulli. Stefan Gebauer holt sich da die Scheibe. Jonathan Zorn dann im Duell gegen Daniel Sebo. Dann der Schuss von Jan Felm. Von der Blauen. Der nicht ungefährlich. Gebauer nochmal. Scheibe war aber draußen. Abseits angezeigt.
Und dann gibt es Pulli in der neutralen Zone. Hier wo. Sieht das da aus? Kurz im Winkel. Scheibe nochmal in die Runde gespielt. Abgefangen dann aber. Zorn. Scheibe wieder im Abseits. Beziehungsweise die Crocodiles im Abseits. Zorn und Volkert noch kurz mit dem Austausch ihrer Instagram-Adressen. Keine Ahnung, haben sie dann noch ein, zwei Nettigkeiten zu sagen. Vielleicht kurz die Wettquoten für Freitagabend ausgetauscht, ich weiß es nicht. Oder schon mal die erste Verabredung getroffen für Freitagabend. Da die Möglichkeit jetzt. Fight Butte, aber vergeben. Also jetzt im Spielaufbau hinterm eigenen Tor. Und wie gesagt, wir haben auch noch mal geguckt nach Björn Stichternat, von dem hier im dritten Drittel nichts mehr zu sehen. Er hatte sich im zweiten Drittel verletzt, aber auch der scheint wohl sich dann in der Drittelpause umgezogen zu haben und nicht mehr mit dabei zu sein heute. Lass mal nicht hoffen, dass da irgendwas Schlimmeres passiert ist. Wie gesagt, im ersten Drittel schon Miguel Burg auf Seiten der Crocodiles ausgefallen. Scheibe da zunächst am Verteidiger vorbei, bleibt dann da hängen und dann Linus Günther. Genau, Jux, Scheibe auf Dennis Wellnitz. Wellnitz jetzt gegen Wolfram, zu dem ins Leere laufen lassen. Stattdessen Naujux. Anton Naujux, erstmal hinter das Crocodiles Tor. Dann der Pass nach vorne. Abgewehrt, gut verteidigt von den Crocodiles. Und jetzt Stefan Gebauer. Mal mit dem Schuss abgeblockt. Wellnitz. Nochmal Moritz Froh. Bringt die Scheibe auf Dennis Wellnitz. Aber die Sailors dazwischen. Jetzt René Reuter mit dem Schuss. Kein Problem für Lepp. Viktor Rausch gegen Samuel Vogel im Laufduell. Zorn bleibt da zunächst hängen, kann die Scheibe aber behaupten. No, immer noch Zorn mit dem Schuss aus Spitze im Winkel. Kurz aufgeräumt vom Seders Tor. Tedens. Kommt da nicht dran und Daniel Silva. Mann Tedens vorbei. Samrei versucht die Scheibe da tief zu spielen. Zorn, Tedens. Ich sehe das. Ja, mit kein Icing. Freigewunken nach der Pat. Befreiung der Crocodiles. Kitzner im Laufduell. Bruna. Bruna gegen Zorn. Marsha Kitzner.
Scheibe reingespielt. Grötschel dazwischen. Fitzner nochmal. Fitzner gegen Grötschel. Krüger setzt sich da durch. Schöner Move da an Jeska vorbei. Scheitert dann aber an Naswolf. Die nächste Strafe angezeigt. Die wird es auf jeden Fall geben wegen Stockschlag. Die Frage ist, gegen wen der beiden? Gegen die Sailors. Dann wird es Kim Jeskasch treffen. Da haben wir auch beide aufeinander aufgehakt. Das ist nicht Kim Jeskasch. Das ist die Nummer 2. Jens Wolfram. Das gedacht, das wäre die Aktion hier vorne vom Tor gewesen. Gut, wie dem auch sei, Crocodiles in ihrer letztendlich die Körbe als in Überzahl. Warum dann genau, ist dann auch zunächst mal irrelevant. Wie vorhin schon gesagt, das Tor, oder bei der letzten Überzahl der Körbe als gesagt, den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 2:1, den erzielten sie im Powerplay. Gegner mit dem Schuss. Wolfram da ohne Sicht, Scheibe geht dann abgefälscht, knapp ein paar vorbei. So, das zunächst wieder mit der Befreiung. Stefan Gebauer. Die Scheibe Richtung Tor gebracht. Wolfram da mit der kleinen Unsicherheit. Kann die Scheibe da nicht direkt in die Fanghand nehmen. Aber dann wieder die Befreiung des Sailors. 45 Sekunden noch Überzahl für die Crocodiles. Krüger Zorn gegen Tschernohus. Niklas Bente sichert da erstmal die Scheibe, erstmal zurück in die eigene Verteidigungszone. Dann der weite Pass nach vorne. Hinterm eigenen Tor gestoppt von Tobi Löpp, übernommen von Jan Fehm. Und Viktor Rausch hat da Platz. Unterdessen die Sailors wieder komplett. Wolfram wieder mit dabei. Und die erneute Befreiung für die Sailors. Diesmal allerdings nicht mehr in Unterzahl. Insofern gibt das Icing. Und das Bulli dann in der Verteidigungszone der Sailors. Ganz genau noch 7 Minuten zu spielen im dritten Drittel. Und 4:1 der Spielstand. Gefühlte Temperatur mittlerweile minus 31 Grad. Wenn es nach mir ginge. Ich hoffe, das ist das letzte Spiel, was die Sailors hier in dieser
in diesem Palast der Winde austragen. Nicht ungefährlich, der Schuss von Schlange Detlefs hier. Dann abgefälscht vorm Tor, geht dann knapp auf der anderen Seite vorbei. Und Sascha Fitzner. Fitzner vorbei an Detlefs. Heute die Scheibe tief. Beide Mannschaften wechseln schnell durch. Pass für Wellnitz, der allerdings da gerade am Kanadier fahren. Kriegt da die Scheibe in den Rücken. Aber trotzdem bleibt die Situation da heiß. Wellnitz setzt danach, kann da zunächst an die Scheibe kommen im Zweikampf. Die Scheibe aber nicht behaupten. Zählt das mit der Befreiung. Und Samuel Vogel. Wieder Pobilep zur Stelle und das Icing diesmal auf Seiten der Crocodiles. Fünf Minuten, 17 Sekunden noch zu spielen. Ist der Schuss abgefälscht. Mit der Befreiung. Ja, Kurz wieder dazwischen, dann Volkert. Der Kapitän der Sailors jetzt auf dem Weg nach vorne. Und abseits. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob Volkert zu langsam oder ob Obona zu schnell war. Auf jeden Fall Volkert. Dementsprechend etwas laut auf der Spielerbank des Sailors. Ja, auch unglücklich, ne? Also ganz im Ernst, da, ne? Freie Sicht, dann kann man auch, wie er gebrüllt hat. Und einmal gucken, hätte auch, es war ja kein großer Unterschied da. Also es war ja jetzt keine 5-Meter-Entscheidung. Sicherlich vollkommen vertretbar, vollkommen richtig gepfiffen. Hier keine Front gegen den Linesman, aber da kannst du einfach mal gucken. Ne? Einfach Obona mal kurz. Fuß vom Gas, mal ein, zwei Schritte verzögern da in der Situation. Dann hast du 3-1 Überzahl da im Angriffsdrill. Nächste Möglichkeit für die Sailors. Tobi Löpp aber zur Stelle. Das Einzige, was da im Tor landet, ist Jan Velm. Aber auch der steht wieder. Nochmal mit dem Spielaufbau, wie gesagt. Das muss jetzt müssen sie echt liefern. 4 Minuten vor Schluss. 1-4 hinten. Die Crocodiles sollten da die Jungs aus Farmsen noch irgendwas reißen wollen. Dann muss jetzt was passieren. Nächste Möglichkeit. Da der Abschluss genommen von Veit Badde. Aber dann muss so ein Ding halt auch mal rein. Scheibe unter Virtual kurz begraben. Dann nochmal Veit Badde. Bleibt allerdings bei Jeskasch hängen. Moritz vor. Und Krüger. Und da Gebauer mit. Gebauer
nochmal, nimmt das Tor auf Moritz Froh, da war zumindest der Plan. Aber zurück zu Grötschel an der blauen Linie, da der Schuss. Und das Tor für die Crocodiles. Verkürzen hier auf 2:4, 3 Minuten 7 Sekunden vor Drittelende, beziehungsweise vor Ende des Spiels. Fragezeichen. Das ist ja auch nichts, was unmöglich ist. Also wie gesagt, eben hier noch 4 Minuten vor Schluss, 3 Tore Rückstand. Jetzt in der ersten Minute, letzten 4 Minuten hier den Anschlusstreffer zum 2:4. Das hast du jetzt nur noch 2 Tore Rückstand. Und dann auf der Gegenseite die Möglichkeit der Sailors. Einmal Vogel. Reuter hält die Scheibe drin. Vor allem ist es ja auch so, dann ne, bei 2 Toren Rückstand, dann kommst du langsam zur Möglichkeit, dass es vielleicht auch was bringt, den Torwart rauszunehmen. Das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du die Scheibe hast und auf dem Weg nach vorne bist und dich jetzt ein bisschen vorne festsetzen kannst, um dann mit Hilfe des 6. Feldspielers da ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Aber dann darfst du dir solche Fehlpässe da vorm eigenen Tor nicht erlauben. Linus Günther räumt den aber auch gleich wieder aus. 2 Minuten 10 Sekunden noch. Wir erwarten nochmal eine spannende Schlussphase hier. Noch allerdings steht Tobi Löpp recht sicher fest da hinten im Tor. Ne, jetzt geht er. Knapp 2 Minuten vor Ende. Für ihn kommt Viktor Rausch. Und dann der Empty-Net-Versuch landet am Pfosten. Das wäre natürlich die Vorentscheidung gewesen hier. 1,5 Minuten vor dem Ende zum 5:2. Aber so können die Crocodiles jetzt vielleicht da nochmal Druck aufbauen. Krüger kriegt die Scheibe in den Rücken. Und es gibt eine Strafe gegen die Sailors. Unkorrekter Körperangriff. 92 Sekunden vor dem Ende. Und wie gesagt, Löpp jetzt aus dem Tor raus. Jetzt natürlich auch vollkommen richtig, vollkommen logisch die Auszeit genommen von Dennis Wellner. Beziehungsweise behaupte ich mal eher, dass es Stefan Gebauer war. Der natürlich bei den Crocodiles das Sagen hat, allerdings ja keine Trainerlizenz hat, die stellt natürlich Dennis Wellnitz. Aber auch da ganz klar natürlich Stefan Gebauer, der Anführer, der Redelsführer da an der Bande mit den Anweisungen. Wie gesagt, doppelte Überzahl jetzt für die Crocodiles. Wie gesagt, die lassen natürlich dann den Torwart draußen, müssen sie 1,5 Minuten vor Schluss, 2 Minuten rück, 2 Tore Rückstand. Bulli gibt es natürlich aufgrund der Strafe in der Verteidigungszone der Sailors. Und wie gesagt, 4 Sailor-Spieler jetzt gegen 6 Crocodile-Spieler plus das leere Tor natürlich da hinten. Richtiges Bulli. Das geht allerdings zunächst mal an Fitzner. Beziehungsweise Fitzner kommt dann Scheibenbesitz, verliert dann aber die Scheibe. Und René Wegner auf der linken Seite mit dem Pass auf die rechte Seite. Moritz Fromm mit der Möglichkeit. Wolfram zur Stelle. Nochmal René Wegner, halten die Scheibe drin. Gebauer auf der rechten Seite mit dem Schuss links am Tor vorbei. 1 Minute 11 Sekunden. Weiterhin die Crocodiles in Scheibenbesitz. Gebauer. Nochmal rübergelegt zu Wegner. Nochmal zurück zu Gebauer. Kriegt die Scheibe links auf die Rückhand. Gebauer. Nochmal Gebauer mit dem Schuss. Wolfram zur Stelle. Scheibe zur Seite. Nochmal Moritz vor. Nochmal Gebauer. In der Mitte René Wegner. Leitet die Scheibe weiter. Wellnitz auf der rechten Seite. Kurze Gefahr vorm Tor, aber befreit. Dann können die Sailors sich befreien. Scheibe hinterm Tor der Crocodiles. Die letzten 35 Sekunden. Das wird jetzt ganz, ganz schwer. Kein Icing. Wolfram. Raus aus dem Tor. Befreite Scheibe erstmal zur Seite. Crocodiles halten sie aber drin. Fabian Krüger. Nochmal. Gebauer haut über die Scheibe.
Nächste Möglichkeit. Wieder links am Tor vorbei. 16 Sekunden noch. 15 Sekunden noch. Wegner auf der linken Seite trifft da dann Stefan Gebauer. Beziehungsweise, nee, Krüger war das. Der kriegt die Scheibe da in die Wade. Nochmal Krüger mit dem Schuss. Abgeblockt. Und dann ist das Spiel aber zu Ende. Zumindest auf der Uhr. Da wird nochmal nachgeschlagen. Aber das wird nichts mehr ändern am Endstand. Und der lautet 4:2 für die Sailors. Also, erster Punktverlust bzw. erste Niederlage für die Crocodiles in dieser Saison in der Verbandsliga Nord. Und die Sailors ziehen damit gleich nicht unbedingt, aber die sind natürlich den Hasenfeld Tigers auf der Fährte, hätte ich beinahe gesagt. Also bleiben ihnen im Nacken, in der Verfolgung, schließen auf Rang 3. Jetzt ein Punkt dann hinter den Tigers aus Hasenfeld mit ihren 8 Punkten. Ja, nächsten Freitag, ich habe das schon gesagt, nächsten Freitag sehen sich beide Teams schon wieder. Dann kommt es um 20 Uhr im Eisdan Farmsen direkt zum Rückspiel bei diesem Derby in wahrscheinlich vorweihnachtlicher Stimmung am 23.12. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, kommt am Freitagabend vorbei im Eisdan Farmsen. Am Freitagabend, 20 Uhr, Eisdan Farmsen, Eintritt frei. Das direkte Rückspiel. Und wir haben ja gesehen heute, durchaus spannendes Spiel nachher noch geworden. Auch das verspricht auch im Rückspiel auf jeden Fall wieder ein spannendes Spiel. Auch in letzter Saison, in der letzten Saison ja auch ein sehr, sehr spannendes Spiel gewesen. Ende März war das. An diesem Freitagabend dann im Eisdan Farmsen. Das war die Geschichte, die wir zu Hause kommentiert haben, die ihr produziert habt im Eisdan Farmsen, wo ich zu Hause mit Corona saß und das Spiel von zu Hause kommentiert habe, vom Bildschirm ab. Ja, das war's hier aus Stelling. Wir machen ganz schnell Schluss. Komm, wir wollen nach Hause, wir wollen ins Warme. Tatsächlich hat die Technik gehalten. Also abgesehen von dem einen Stromausfall, wo der Heizlüfter hier ganz kurz die Sicherung an der Verteilerdose gekillt hat, war das doch ganz amtlich. So, euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön an Franziska, Dankeschön an Niklas. Haben wir gut hingekriegt. Wir drei sind ein Top-Team, wir machen das öfter. So, schönes Restwochenende, wie gesagt, schönen Restabend. Kommt gut durch die Woche. Lasst euch jetzt kurz vor Weihnachten nicht mehr ärgern. Das Allerwichtigste, bleibt alle gesund, damit wir alle zusammen Weihnachten feiern können, nicht beinahe gesagt, damit wir alle ein schönes Weihnachtsfest haben. Und wenn ihr Bock habt, kommt am Freitagabend vorbei. Da wird es keinen Livestream geben tatsächlich, weil Niklas und Franzi tatsächlich im Urlaub sind. Ich muss unten Stadionsprecher machen, aber kommt einfach vorbei. Am Freitagabend um 20 Uhr im Eisdan Farmsen. Dann wird mit Sicherheit auch die Pistenbar aufhaben. Dann können wir da gemütlich ein Kaltgetränk oder auch ein warmes Getränk zu uns nehmen. Und dann haben wir alle ganz viel Spaß am Freitagabend um 20 Uhr im Eisdan Farmsen. Sei es dann, ob ihr Sailors Supporters oder Crocodiles Fans seid, lasst uns einfach Spaß haben und vernünftiges Eishockey-Erlebnis zusammen feiern. Richtig geiles Bock oder richtig geilen Bock auf ein richtig geiles Derby am Freitagabend um 20 Uhr im Eisdan Farms. Das war's von hier aus Ausstellung. Bis demnächst und falls wir uns am Freitag nicht sehen, natürlich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Bis dann, Jerry, over and out.